Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu Stellaris. Und ja, die letzte Folge, ich glaube, ja, bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das war die längste Folge, die ich jemals gemacht habe mit 90 Minuten. Das können wir jetzt nicht nochmal bringen. Also, das ist zu heftig. Aber wir sehen ein paar gewisse Dinge. Wir haben hier gegen die bösartigen Gargaxtron Skulllords gekämpft und die waren richtig mächtig, die waren fast so mächtig wie wir und die haben ein ziemlich großes Reich. Und wir waren immer unterlegen von der Flotten und von der Stärke her, ja. Haben sie aber am Anfang des Krieges, wir haben sie hier rüber gelockt, Moment, hier haben wir sie hingelockt nach, ich glaube nach Anahita oder nach Vesekia haben wir sie gelockt hierher. Und da sind wir ganz gut aufgestellt gewesen, ja, mit zwei Verteidigungsplattformen. Die sind jetzt natürlich verschwunden. Und Geschützbatterie, Torpedobatterie, Zielcomputer, die sind tatsächlich gekommen. Und wir konnten sie, ja, vernichtend schlagen. Wir haben die Schlacht gewonnen, haben aber nicht so viele von ihnen zerstört. Und daraufhin, während die verschwunden waren im Niemandsland, ja, haben wir sofort nachgesetzt. Yunduk geholt. Sheratan geholt, Wetzen geholt, Nolion geholt, Castor geholt. Ja. Haben hier auf Merigaran haben uns den Planeten besorgt. Also ihn angegriffen und komplett, ja, wie soll ich sagen, unterjocht. Okay. Ich frage mich jetzt gerade nur, wo deren Einwohner hin sind. Wo sind die denn alle hin? Ah, da sind sie. Gargaxtron. Genau, und die mögen wir nicht so gern. Die Jungs, sie sind hier, ja, Gitterverschmolzene. Ihre organische Energie wird absorbiert, bis sie ausläuft. Oh Gottes Willen. Also ich möchte da jetzt gar nicht drüber reden, was da jetzt tatsächlich passiert. Und hier müssen wir jetzt ein bisschen gucken. Hier müssen wir jetzt vielleicht wirklich dafür sorgen, dass wir sagen, okay, cool, wir machen hier einen Wachposten hin. Einfach um Abweichung, aber wir haben gar nicht so viele Abweichungen. Wir brauchen was, was uns stabilisiert. Wie sieht es aus mit Dienstleistungen? Das sieht auch gut aus. Sieht eigentlich alles gar nicht so schlecht aus. Ja, ein hohes Dienstleistungsniveau, Prinzipientreue ist eigentlich alles gar nicht mal so schlecht. Ja, da müssen wir vielleicht wirklich warten, bis die Verwüstung wieder repariert wurde und dann hier was richtig Schönes aufbauen, eine Heimat für unsere Maschinenwesen. Okay, sowas in die Richtung müssen wir machen. Und wir könnten aber vielleicht sagen, okay, cool, wir machen einen Bollwerk hin. Ja, das erschafft, macht nochmal Stabilität. Ja. Flottenkapazität und Stabilität. Wir bauen ein Bollwerk tatsächlich. Und danach kommt nochmal ein Nexus-Distrikt. Wir haben nicht so viel Geld, wir warten mal noch. Mit dem Nexus-Distrikt im Voraus bauen. Prinz Versprechen fehlt uns eine Wohnung, aber die kommt. Die kommt so, Freunde. Und genau, die beiden reparieren. Okay. Die Flotte fahren wir gleich mal hier hoch und dann holen wir Shintomoro Hive. Und zwar, ich würde eigentlich fast sagen, wir machen komplett Anspruch auf die Jungs. So gut es eben geht. Haben wir da schon einen Anspruch? Ja, wir haben es einen Anspruch bereits. Können wir hier einen Anspruch stellen, hier einen Anspruch stellen. Ja. Können auch hier drüben einen Anspruch noch stellen. Bis hier rüber können wir gehen. Nach Sinistra, nach Ginnigan kommen wir noch nicht. Da müssen wir noch ein bisschen sparen. Aber ich sehe Baltris, ja. Zoll, da können wir auch noch nehmen. Komm, nehmen wir auch mit. Zoll, da nehmen wir auch mit. Dann können wir noch einen Anspruch dann auf Ginnigan stellen und dann wird es ein bisschen abgehen. Das kann ich euch auch verraten, dass wir uns hier nicht lumpen lassen werden. Wir erforschen momentan, ja, den Zerstörer und wenn wir den haben, das wird nochmal ein Big Step werden. Und dann geht es nochmal ab. So, Achtung. Dienstleistungen plus 4, geil. Ja. Dienstleistungen plus 4. Also um ehrlich zu sein, ich habe es mit diesen Ratsagenten
noch gar nicht so richtig begriffen, ja, wie das eigentlich ist. Ja, also wir machen das und dann haben wir das, glaube ich, oder? Anfänglicher Modifikator. Monatliche Einigkeit plus 5. Modifikator bei Beginn. No, ja, gut. Ich würde sagen, wir machen tatsächlich Suche nach einer Stimme. Machen wir. Komm. Geht nicht. Ah, verfügbar. Verfügbar ist überhaupt nur die eine. Wann sind die anderen denn wieder verfügbar? Weitere 10 Jahre aktiv. Hier im Abklingzeit. Ja gut, dann machen wir eben die Kartierung. Machen wir diese Ratsagenda der Kartierung. Weg damit. So. Hier. Genau. Wird die Flotte verstärkt. Und wir können den Aufstiegsvorteil uns nach wie vor holen. Ich habe mal drüber nachgedacht. Ich war mir jetzt echt nicht sicher, was wir am besten nehmen. Ich finde persönlich, ja, ich spiele gerne mit Kontrolle der Leere, weil ich die Ressourcen, die diese Sternenbasen bringen, die weiß ich zu schätzen. Und es ist halt so, diese Sternenbasen, ja, können wir das hier irgendwo sehen eigentlich? Handelsrouten. Ah, okay, wir haben keine Handelsrouten. Okay, dann ist hier wieder anders, aber bei den Menschen sind diese Sternbasen halt auch einfach wichtig zum Schutz der Handelsrouten. Ja, da kann man davon gar nicht genug haben. Man will doch nicht immer so viele Raumschiffe abschieben. Und ich finde es mega nervig, wenn man jetzt hier eine Flotte hat, ja, und die patrouilliert, sagen wir, von Ferragon, Phonok, Siplim zum Beispiel. Ja, und jetzt ist die Flotte veraltet. Und die könnte abgegradet werden, okay? Dann lässt du die upgraden, aber dann geht die nicht mehr anschließend zurück und macht da weiter. Und das finde ich so nervend. Das könnte man doch mal machen. Das kann doch nicht so schwierig sein. Versteht ihr? Das kann doch nicht so schwierig sein. Ja. Und von daher, keine Ahnung. Ja, also das wäre mir schon auch irgendwie ein gewisses Anliegen schon. Megastruktur bauen. Genau, wir können ja die Megastruktur bauen. Jetzt gucken wir mal kurz. Was machst du? Du hast keine Befehle. Und dann. Ah. Ne, dann fang hier an. Gucken wir mal nach dem. Was macht er? Er hat keine Befehle. Dann erforsch mal dieses Spezialprojekt und danach geh mal hier rüber. So machen wir das nämlich. Genau, die Tianqi-Materialchen, da müssen wir jetzt am Anfang gerade noch nichts machen. Und wir haben jetzt eigentlich genau Zeit, den Krieg zu führen hier oben und dann uns wieder zu wappnen gegen die Gargaxton. Wenn man mal guckt, Sieg, wir haben sie schon beschnitten und uns gestärkt. Ja, aber es soll ja auch so bleiben. Wie gesagt, jetzt haben wir gerade den Frieden, Gott sei Dank. Den müssen wir auch entsprechend nutzen und dann. Ja. Special project So, complete. also wir waren jetzt aber hier gewesen. Kontrolle der Leere, ja. Ich würde aber mal was Neues probieren. Transzendentes Lernen, auch cool. Diese Mekromantie, no, no, no. Die, nein. Hier, das imperiale Vorrecht. Reichsgröße von Planeten minus 50%. Das würde ich mal jetzt einfach ausprobieren. Warum denn nicht? Wir haben es noch nie gemacht, Leute. Lass uns das doch mal machen. Wir haben momentan plus 47%, was alles teurer ist. Okay. Wir gehen auf imperiales Vorrecht. Ja. Und jetzt haben wir noch 35%, immerhin. Nicht schlecht, oder? Nicht schlecht. Nicht schlecht, Leute. Okay, cool. Wo sind wir? Mittel. Sabotagenetz bei den Picklings. Ja, das sind auch so kleine Verbrecher. Jetzt gucken wir mal. Wir kaufen. Es wird wieder, boah, 52, da haben wir kein Geld mehr, gell? Wir gehen aber mal ein bisschen dahin, mal gucken. Wir sehen gleich, 5 immerhin. Aber wir kriegen noch Legierungen und die brauchen wir. Wir brauchen die Legierungen.
Wir verstärken die Flotten. Ja. Und reisen hier ganz in den Norden unseres Reiches. Das Recht zu gehen. Die Beobachtung von Asviri 3 geht weiter und vor kurzem haben wir etwas entdeckt, von dem wir zuerst dachten, es seien abtrünnige Drohnen. Diese Individuen leben am äußeren Rand der Schwarmsiedlung und scheinen eine teilweise, wenn nicht sogar vollständige Autonomie erlangt zu haben. Sie sind völlig vom Kollektiv losgelöst und einige von ihnen scheinen sogar Momente zu genießen, in denen sie nichts tun. Wenn es um Ressourcen geht, sind sie jedoch weiter abhängig vom Schwarm und treiben grundsätzlich Handel mit dem Kollektiv. Warum der Schwarm es nicht für angebracht hielt, diese abtrünnigen Drohnen zu eliminieren, bleibt ein Rätsel. Individualität ist ineffizient, ja, weil wir die Maschinenintelligenz haben. Erhält Fortschritt für den nächsten Technologieeinblick. Okay. Cool. So, Reparaturen sind abgeschlossen. Wurde repariert, das passt soweit, ganz gut. Auf Guvartam, da gibt es hier gerade gar nichts zu sagen, großartig. Gibt aber wenige Wohnungen und nur einen Arbeitsplatz und ich hätte ganz gerne momentan dann machen wir Koordinationsdistrikt mal rein und hier machen müssen wir wieder Schaparen. Hier fehlt uns eine Wohnung, das passt soweit. Auch Supra Prime Nexus Distrikt ist gleich fertig, das wird ganz gut, okay. Spionageereignis. Unsere Agenten haben die Informationsbeschaffung abgeschlossen und ein Dossier mit den gefundenen Informationen an uns geschickt. Jawohl, ändert sich um minus 2 Infiltrationsstufe. Mhm. Ja, klingt doch ganz gut. Die sind Rivalen. Die sind uns tatsächlich flottenstärkemäßig ebenbürtig, aber wirtschaftlich unterlegen. Ja. Aber deren Verschlüsselung ist halt schwach, gell? Nee, da machen wir keinen Einsatz. Da machen wir keinen Einsatz jetzt bei denen. Okay. Cool. Also und das letzte, der letzte DLC waren diese Stürme. Und ganz ehrlich, ich weiß es nicht, wenn das alles war, was der DLC gebracht hat. Keine Ahnung. Ja. Weiß ich auch nicht so genau, was ich davon halten sollte. Okay. So. Marktsteuer 30%. Das machen wir mal weg hier. System Survey complete. Dafür gehen wir hier ein bisschen runter. Das gute alte Eugisim. Sieht ja ganz nett aus. Kohex-Maschinenflotte lässt sich upgraden. So, Forschungsschiff hat nichts zu tun. Das hatte ich irgendwie befürchtet, dass ich da was vergessen habe. Trinsversprechen Sekundus. Und hier mal drin zu versprechen für tote Welt. Die können wir aber auch mit 50% kolonisieren, die tote Welt. Ja. Ja, wir gehen auch dorthin. Wir gehen überall hin. Okay, genau. Er jetzt hat hier nichts weiter. Mach mal hier Anomalie im System. Anomalie.
Anomalie. Das wird ein bisschen sein Job sein. Und hier das Schiff hat wenig zu tun. Ja gut, der Ship augmentations completed. Der kann mal hier hin. Alert. Non-standard space entity encountered. Okay, wo? Council agenda available. Ah, neue Ratsagenda wäre jetzt verfügbar. Suche nach einer Stimme wäre verfügbar. Okay, cool. Naja. Technological acquisition successful. Und hier haben wir nochmal ein Forschungsschiff. So. Okay, wir können jetzt seltene Kristalle könnten wir abbauen. Was nicht verkehrt ist. Sturmhilfszentrum, was ist das? Aha, auch eine neue Technologie mit dem DLC gekommen. Planetare Sturmminderung. Job als Wartungsdrohne plus 2. Geschätzte Grundproduktion, 8 Dienstleistungen. Solange ein kosmischer Sturm anhält, Mineralien durch Bergbaudrohnen plus 1. Ah, okay, interessant. Nahrung durch Agrardrohnen plus 1, Energy Credits durch Tech-Drohnen plus 1, schaltet die planetare Entscheidung verbarrikadiert frei. Dieses Hilfszentrum unterstützt die Lokalverwaltung dabei, die Auswirkungen, die ein kosmischer Sturm auf die planetare Produktion zeigt, zu verringern. Durch eine effizientere Koordination und Kommunikation leitet das Sturmhilfszentrum Rettungsteams rasch an betroffene Standorte weiter und verbessert die Bedingungen für den Welthandel. Und ich sag euch mal was, ich finde die Idee davon richtig gut. Man hat quasi das Sturmhilfszentrum, ja, und keine Ahnung, das könnte halt wirklich ein Gebäude sein, das man eben dann tatsächlich im Fall des Sturms baut. Und wenn der Sturm dann abgezogen ist, dann dauert ja so 50 Jahre rum oder was ich da gesehen habe, so in dem Bereich, ja. Dann baut man es danach wieder ab und macht was anderes hin. Ja, also von daher, ich finde es nicht verkehrt, Leute. Ich finde es nicht verkehrt. Aber was machen wir jetzt? Machen wir die Rumpfstärke? Sturmhilfszentrum würde ich jetzt nicht bauen oder erforschen. Ja? Ich würde tatsächlich hier in die Richtung gehen, seltene Kristalle, weil die uns halt nochmal Geld geben. Ja? Die geben uns nochmal richtig Kohle, wenn wir es jetzt gerade nicht brauchen. Ja, dann lassen wir uns das vergolden. Anomalous Surface Variable Detected. Bewaffnetes Schiff im Kamglaria-System. Vorläufige Scans von X951 weisen darauf hin, dass sich ein schwer bewaffnetes Schiff im Orbit des Asteroiden aufhält. Wir legen klug daran, Vorsicht walten zu lassen. Okay. Oh, Kristallkugel. Wir beobachten eine signifikante Präsenz von Kristallwesen im Wo-System. Offensichtlich eine Art Bau oder zumindest ein Hub kristalliner Aktivitäten. Wie es scheint, ist Wo die Heimat eines Kristallkonstruktes, im Gegensatz zu allen vorher angetroffenen. Dieses Konstrukt zeigt mehrere Eigenschaften, die mit den Kristallwesen gleich sind, nur deutlich übertriebener. Alert. Non-standard space entity encountered. Okay. Mal, uiuiui, das sind die Jungs hier. Genau, da sind sie. Das sieht hier mega aus und ist aber mega schwach. Ja, aber das ist interessant. Wenn wir das besiegen könnten oder so, das wäre schon nicht schlecht. Das wäre nicht verkehrt. Nun ja. Gucken wir aber mal weiter. Construction complete. Ja, wir gehen mal hier hoch. Und wir können es schon noch ein bisschen vergrößern. Ah, da sind Plündererschiffe drin. Und da hat es Korvetten. Na, sowas. Dann machen wir noch ein paar Fregatten dazu. Gehen wir mal hier hin. Nefris Stolz, alles klar, kennen wir. Aus früheren Staffeln schon, ja. Das bewaffnete Schiff, das im Orbit von X951 entdeckt wurde, ist ein verlassenes Militärschiff namens Nefris Stolz. Seine leichte Hülle und die Ausweichhardware lassen vermuten, dass es für Patrouillenmissionen in der Ferne gebaut
und seitdem in einem Langstrecken-Stealth-Bomber nachgerüstet wurde. In einen Aufzeichnungen der Schiffskommunikation enthüllen, dass es von einer Rebellen-Guerilla entführt wurde, als es auf dem Weg zu einem geheimen Komplex namens X-1-Labore war, die eine so starke Waffe enthalten sollte, den Krieg gewonnen hätte. Wir haben das Ziel des Schiffs aus der Navigationsdatenbank extrahieren können. Oh, wir haben keinen Nutzen für eine solche Waffe. Naja, aber ich glaube, wir haben vielleicht doch einen Nutzen. Labore der X-1. Situation log adjusted. Oh ja. Jetzt will ich mal gucken. System Survey complete. Labore der X-1. Wo sind die denn? Bei uns sind die auch noch. Sehr, sehr, sehr nice. System Survey complete. Macht es mal als erstes. Läuft. Er macht's. Okay. Gut. Unsere Verstärkung ist im Transit. Die 5er Flotte ist hier auch aufgebaut. Ja, Leute, es sieht ganz gut aus. Wir gucken mal hier die Spionage an. Da sehen wir gar nicht so viel. Um ehrlich zu sein. Technologie stehlen. Ja, keine Ahnung. Ich würde jetzt auch keine Technologie stehlen. Ich würde sie einfach angreifen. Ja. Ah, er ist hier gefangen. Alles klar, ich verstehe. Dann beweg dich mal hier hoch, mein Freund. Er ist hier und wartet. Auch in Ordnung. Alles gut. Die Annihilation-Station. Ah, ich weiß nicht, ob wir die Verteidigung da verbessern müssen unbedingt. Wir können mal kurz alle Stationen angucken. Ja, alle sind sie in gewisser Weise schon aufgebaut oder ausgebaut mit dem, was wir eben brauchen. Jetzt möchte ich noch mal gucken. Ansprüche. Es fehlen 52. Ja, da müssen wir schon eine Weile dafür hier arbeiten, aber die sollten wir schon haben. Das wäre schon wichtig. Unsichtbarer Tod. Unsere Wissenschaftler sind unversehrt aus den X-1-Laboren zurückgekehrt und haben Aufnahmen der Überwachungskameras mitgebracht. Sie zeigen Laborwissenschaftler, die gefesselt und geknebelt sind, und Guerillasoldaten, die die Waffenbox öffnen. Zu ihrer Bestützung war die Kiste aber leer. Nur wenige Minuten später winden sich die Rebellen mit heftigen Schmerzen auf dem Boden. Dunkle Flecken schwellen von ihren Körpern hervor. Ihre Haut reißt auf und eine graue, nicht identifizierbare Masse strömt heraus. Die Materie dehnt sich weiter aus und wirbelt hypnotisch um sie herum, bis einer der Wissenschaftler das Notfallsystem aktiviert. Sprinkler besprühen den Raum mit einer Flüssigkeit, woraufhin eine elektrische Welle alle Lebewesen tötet. Hier endet das Bildmaterial. Unsere Crew kann bestätigen, dass die Kiste tatsächlich leer war. Unheimlich. 1589. Ingenieursforschung erlangt, okay. Naja. Auch nicht so super. Oh. Können wir schon? Ja. Gut, wir könnten jetzt natürlich auch mal wieder sagen, okay, cool. Wir machen eine Eroberung, aber wir sagen auch, wir machen die zu Vasallen. Wir möchten die vasalisieren. Ja. Ich frage mich, ob wir das machen sollen und die vasalisieren lassen.
Oder wir machen halt Eroberung und holen es uns selber komplett. Ja, und Vasall, aber die haben ja keine Welten. Das wäre auch blöd. Komm, wir machen einfach Eroberung. Ein Vasall, da muss man sich da kümmern und dann finden die es schlecht. Ich weiß nicht so genau. Jetzt, ich glaube, also wir haben in der letzten Staffel, haben wir mega viele Vasallen uns geholt. Richtig viele. War nicht so verkehrt, aber ich sehe die als zu schwach an. Ich weiß nicht, ob die die Vasallen von uns werden könnten. Die waren von Anfang an schon schwach. Ja, weiß nicht. Okay, aufgegebenes Frachtmodul. Jemand hat vor langer Zeit ein Frachtmodul in der oberen Atmosphäre von Ziobir 3 zurückgelassen, das von anderen Raumfahrern aber nicht entdeckt wurde. Aufgrund seiner abnehmenden Umlaufbahn wäre es in ein wenigen Jahren in der zerdrückenden Atmosphäre des Gasriesen verloren gegangen. Als die Besatzung der ISS Forscher 3 das Modul öffnete, fand sie ein Versteck mit fremdartigen Juwelen aus wertvollen Metallen. Okay, schmelzt sie ein. Auch nicht schlecht. Studiert, wie sie geschaffen wurden. Oh. Lasst sie uns behalten. Nee, 10 kleine Artefakte. Ich finde die Artefakte nicht so wichtig momentan, weiß nicht. Ich würde sagen, schmelzt sie ein, oder? Gut, wir können Sozialforschung kriegen. Aber 697 ist im momentanen Fall wichtiger. War protocols initiated. Ja, alles gut. System survey complete. Jetzt möchte ich mal wissen. Ah, wir sehen nicht, was für Armeen die da haben. Läuft schon bei uns. Gefechtssprung. Ein Kokodrillo. Es gibt klare Hinweise, dass sich irgendwann in den letzten 5000 Jahren im engen Orbit von Ferragon 3 eine gewaltige Weltraumschlacht zugetragen hat. Der Planet ist übersät mit Einschusskratern. Scans der ISS Forscher 2 haben auf dem Boden mehrere Schiffsrümpfe entdeckt. Obwohl diese Schiffswracks alle in äußerst schlechtem Zustand sind, ist alleine die Tatsache, dass es trotz der Schäden, die sie erlitten haben müssen, immer noch Überreste gibt, ein Beleg für ihr fortschrittliches Design. Wissenschaftsoffizier Sofund L20 bereitet eine Expedition vor, um diese verfallenen Schiffsrümpfe nach wertvollen Technologien zu durchsuchen. Ja. Situation log adjusted. Oh ja. Jetzt gucken wir mal. Untersuch mal. Genau. Technological Bleib, 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 bleib mal schön hier hinten, Leute. So, jetzt, was haben wir erfasst? Den fortschrittlichen Bioreaktor sauber. Eine Anlage, die organische Materie mit hoher Effizienz in Energie umwandelt. Fortschritte bei der Abfallsammlung erlauben die Gewinnung nützlicher gasförmiger Nebenprodukte. Und das werden wir benutzen. Und das wird schön. Fakultät für Archäostudien, die kostet 10 Credits im Unterhalt, gell? Da kriegen erst die Archäostudien 50% schneller erforscht. Das ist auch wichtig. Finde ich jetzt nicht unwichtig. Ich finde das mega stark sogar. Was haben wir denn sonst noch? Ja, die Sachen sind alle ein bisschen teuer. Ökosimulation auch gut. Hier auch, wir machen, glaube ich, tatsächlich die Fakultät für Archäostudien. Machen wir. Okay. Gut, dann kommt der erste Kampf wieder seit langem. Das ist also halt seit letzter Folge, da haben wir ja oft gekämpft und lange. Ich fand das früher immer witzig, wenn man sich das Stellaris angeschaut hat, ja. Dann haben die irgendwie nie gekämpft. Keine Ahnung. Aber wie sieht es jetzt aus? Es sieht ganz gut aus, oder? Aber die haben schon auch Rumpfschaden. Ne, die haben keinen Rumpfschaden gemacht. Das heißt aber, Panzerung haben sie 49 Schaden. Das dürfte fast unmerklich sein. Ja, 95%, 99%. Gut, wir sind noch ganz gut dabei.
Jetzt gucken wir hier. Ah, ja, locker. Wir kriegen die locker besiegt. Können wir jetzt schon reingucken? Oh, Verzeihung. Können wir jetzt schon den Planeten gucken? Ja, 333, kein Problem. Was habt ihr da? Das sind alles solche kleinen, traurigen Planetchen. So. Weiter geht's. Aha. Hostile fleet assets engage. Ja. Hostile stationary asset engage. Wichtig, viel interessanter ist der Kampf hier an der Stelle. Genau, und jetzt hört zu. Du kommst jetzt schön hier. Also, er kann da noch nicht hin. Spezialprojekt abgeschlossen. Das Team unter Wissenschaftsoffizier Sofond L20 hat seine Expedition auf Ferragon 3 abgeschlossen und ist auf die ISS Forscher 2 zurückgekehrt. Leider waren die Raumschiffswracks auf der Oberfläche zu stark beschädigt, sodass keine nützlichen Technologien geborgen werden konnten. Trotzdem, diese Schiffe waren zweifellos sehr fortschrittlich. Wenn wir ihre Bauweise analysieren würden, könnten wir wichtige Erkenntnisse für unseren eigenen Schiffsbau gewinnen. Wir sollten den Bau eines permanenten Forschungsaußenpostens in Erfahrung ziehen. In den Dingsel bumseln, ihr wisst schon. In den Fitzli putzen, so. Ah ja, genau, und dann die Megastruktur. Was können wir denn bauen? Den Dyson-Schwarm? Den sollten wir uns halt überlegen, gell? Und den werden wir auch bauen. Schrottsammler. Ja, Militärschiff von anderen Reichen, 10%. Ja, komm. Das ist ja sein Job, oder? Bist du Sofond L20? Nee, 17B. Du bist L20. Dann gehst du hier hin. Und du untersuchst Anomalien. So machen wir das. Okay, so. Und jetzt hätte ich aber ganz gerne. Ah, auf dem Transportschiff, sehr gut. Landen wir die Armee hier. Die Sintomoroi. Und die sind halt, ja, fast doppelt so stark wie wir, gell? Die sind schon ordentlich und hauen uns richtig eine rein, aber. Hostile stationary asset engaged. Können uns nicht viel entgegensetzen. Ground invasion units have achieved all objectives. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Der Legionsknoten, sehr gut. Was haben wir hier? Also Verteidiger. Schadenplattform, Rumpfstärkeplattform plus 10%, auch nicht schlecht. Defensiv. Aber Berechnungen, Baugeschwindigkeit, Plattform plus 10%, Schaden, Sternblasen plus 15%, Rumpfstärke, Sternblasen, oh, auch nicht so schlecht, oder? Komm, wir machen die Defensivberechnungen, die finde ich irgendwie ganz cool. Wir können die kalte Fusion, Wahnsinn, die Fähigkeit, eine Fusionsreaktion bei relativ geringen Temperaturen ablaufen zu lassen, wird zu einer neuen Generation von Fusionsreaktoren führen. Oh ja, Freunde. Einfache Gefechtsrollen. 33 Monate. Ja. Bergbaulaser. Habt ihr nie genutzt? Großartig. Echt nicht. Das war noch nie was, wo ich jetzt gedacht hätte, boah, den brauche ich unbedingt. Ja.
Ja, wir machen mal die Gefechts- oder die Überlichts. Das ist halt so, ich sag mal, die Technologie, ja, wenn man die hat und den Feind in die Falle lockt, dann ist er halt tot und das ist, macht schon viel aus. Ist halt schon gut. Ich habe es jetzt nie genutzt, großartig, aber wir machen mal tatsächlich die Überlichthemmung. Vielleicht bringt die uns weiter. An irgendeinem Punkt. Jetzt mal ganz kurz gucken. Ansprüche. Ja, da haben wir Anspruch. Allgäu könnten wir jetzt auch beanspruchen, aber wir könnten auch jetzt auch sagen, dass wir hier die Heimatwelt beanspruchen, oder? Können wir nicht beanspruchen. Anspruch entfernen. Ich will ja nicht entfernen. Supra können wir upgraden, was wir auch immer automatisch machen. So, und hier fehlt uns eine Wohnung. Aber seht ihr, Stabilität hat es ganz gut abgegradet. Auch durch das Bollwerk. Das war nicht verkehrt, dass wir das gemacht haben. Hier haben wir keinen verfügbaren Job. Das heißt, die forschen alle, die Jungs. Was ich ganz nice finde. Ah, ne. Wir haben nur die Wartungsjobs. Ja, passt doch. Ist doch absolut in Ordnung. Jetzt gucken wir mal. Bioreaktor. Legierungsgießerei. Ich würde sogar echt sagen, wir machen Ablenkknoten. Ja, und jetzt möchte ich. Hier fehlen uns tatsächlich Dienstleistungen. Dann können wir doch die Simulationsstätte machen. Die macht doch auch Dienstleistungen, oder? Auswerter wandeln Energy Credits in Einigkeit und Dienstleistungen um. Wir machen die Simulationsstätte. Aber jetzt will ich hier mal kurz gucken. Wir haben irgendwo haben wir diese Bio-Geschichte. Hier. Und dann können wir ein Upgraden. Jetzt nur mal kurz gucken. Also, Moment. Agrar minus 3. Exotische Gase holen wir nämlich auch dann. Und Grundproduktion steigert sich auch. Ja, komm, wir machen das. Wir graden das ab. Und wo haben wir noch so ein Ding hier? Und hier. So, und hier haben wir keine Wohnungen. Ah, uns fehlt das Geld, wie immer. System Survey complete. Gut, mein Freund. So. Umhertreibende Kapsel. Eine sonderbare Kapsel treibt durch das Sheratan-System. Sie verfügt über keinerlei Offensivfähigkeiten und antwortet nicht auf unsere Kommunikationsversuche. Erste Scans haben gezeigt, dass die beschädigte Hülle aus fortschrittlichen Materialien besteht und mit uns unvertrauten Methoden gefertigt wurde. Eine genauere Untersuchung wird empfohlen. Ja, ich sag euch mal was. Kennt ihr bei Trisolaris die Tropfen, die Sonden, die da kamen zur Erde? Ja. Das Hostile Stationary Asset engaged. könnte doch was sein. Jetzt Moment. Wir müssen mal den Pilzpfad angucken. Ja, Untersuchung der Kapsel. Hier in Sheratan tatsächlich.
Okay, und wir kämpfen wieder. Hier unten, ja, da gibt es halt auch nichts großartig zu holen. Hey. So, feindliche Infiltration entdeckt. Okay. Jetzt können wir sie wieder heimlich weiter beobachten. Oder wir kriegen 20 Einfluss und die Picklinks ändert sich. Ne, wir beobachten sie heimlich weiter. Ja, hier gab es nichts. Gab es nichts zu sehen. Ja, wir rollen die jetzt halt ein bisschen und dann sehen wir weiter. Ui. Erst Kontakt in Synthus. Die Psi-Aliens. Construction complete. Das Suben ist halt brutal wichtig. Suchen ist mega wichtig. Oh, Leute. Hostile stationary asset engaged. Ja, es gibt hier keinen wirklichen Kampf. Also, was hier sowas anbelangt, müssen wir uns da gar keine Gedanken machen. Aber halt auch hier die Kriegsmüdigkeit, die steigt nicht so stark, wie man denken könnte. Ja. Ship fragments dissected. Jetzt machen wir aber Folgendes. Wir gehen hierher. Sammeln die Truppen an der Stelle, was ich halt mega sinnvoll finde. Jetzt ohne Witz. Ja. Ja, und dann, keine Ahnung. Dann gehen die, müssten die Truppen doch jetzt eigentlich automatisch dahin gehen, oder? Wir gehen jetzt hier runter. Machen den Armeeersteller. Oh. Uns fehlen Mineralien. Verrückte Geschichte. Dann verkaufen wir mal keine Mineralien. Sieg gegen Sintomoro Hive, jawohl. Wir müssen Zugeständnisse machen, der bestmögliche Ausgang. Ui. Abbrechen, abbrechen. Okay, gut. Also die haben echt den Krieg jetzt hier aufgehört und haben uns alles gegeben, was wir wollten, mehr oder weniger. Gut. Finde ich jetzt nicht verkehrt. Weil wir müssen uns dann jetzt für den Krieg wappnen. Aber wir haben keinen Ausgang gekriegt. Wir kommen nicht da oben hin. Ja. Wie blöd, wir bräuchten Isyva und Torum, dass wir hier oben den kompletten, den nördlichsten Nordzipfel. Wo ist der nördlichste Nordzipfel der bekannten Galaxiskarte? Ja, jetzt gucken wir mal kurz. Sieg. Ja, wir haben einen ganz guten Sprung gemacht, aber die Galgaxton, ja, die sind auch keine Blödmänner, sage ich mal. Das sind keine Blödmänner. Wir probieren es mal, Freibeuter zu bewaffnen gegen die, dass die ein bisschen auf Trab gehalten werden.
Planetary settlement procedure initiated. Erschüttertes Vertrauen. Eine Gruppe von Aushilfsagenten, so witzig, in Gergax und Skallos hat damit begonnen, bei ihren zugewiesenen Arbeiten dem Zeitplan hinterherzuhinken und zeigt ein Verhalten, das sie als das als Zweifel interpretiert werden könnte. Normalerweise würden wir solche Angelegenheiten direkt über Spionageoffizier Sov und M3N abwickeln, doch diese Gruppe verhält sich so, als ob sie die breiteren Machenschaften von Operation Freibeuter bewaffnen und vielleicht das Spionagenetz als Ganzes warnt. Oh je. Da diese Aushilfsagenten von unseren aktiveren Agenten isoliert gehalten wurden, vermuten wir, dass sie von einer externen Quelle mit Informationen gefüttert worden sind. Es ist jedoch auch möglich, dass ihre Nähe zu unabhängigen Agenten sie einfach mit jener Art von Einblicken gefüttert hat, was ist, also der Text ist ein bisschen verschachtelt, oder? Die wir eines Tages nützlich finden könnten. Angesichts dieser Zweifel und der Gefahr, die jedes dieser Szenarien für Operation Freibeuter bewaffnen darstellt, bittet Spionageoffizier Sov und M3N um eine Direktive, wie wir weitergehen sollen. Panischer Agent mit 83% hört sich schlecht an. Komm, wir gucken, wohin diese Erkenntnisse führen. Wir haben ja natürlich panische Agenten. Also. Verdammt! Verlorene Aushilfsagenten für 12 Monate hinzugefügt. Einsatzschwierigkeit plus 2. Okay. Können wir jetzt nichts machen, aber wir müssen jetzt gucken, wir haben ein Problem. Wir haben Problem. Wir gehen mal auf die Welt hier, auf Radier. Bevölkerung, wie sieht es da aus? Wo haben wir diese ganzen Leute her von uns? War doch deren Welt, oder? Ne, das kann ich aber bald. Hä? Baldriss war deren Welt. Genau, so, da haben wir jetzt 21 Unerwünschte, die dieser Säuberung hier. Eingehen. Moment, müssen wir mal gucken. Wir müssen auf jeden Fall zwei Raumstation unbedingt abbauen. Da hat es halt leckere Ressourcenzieher und Sonnenkollektor. Das ist nicht schlecht. Solarkollektor meine ich. Hier haben wir auch Solarkollektoren. Auch gut. Auch Solarkollektoren. Wow. Dann würde ich aber mal sagen, dass wir hier herabstufen. Ja. Und noch eine herabstufen. Na gut, Tediala braucht man jetzt, um ehrlich zu sein, nicht mehr unbedingt. Der Kampf hier, der ist vorbei. So, jetzt haben wir immerhin hier mal die Kosten wieder normalisiert. Mal gucken hier oben, wie es da aussieht, ob wir da schon irgendwas sehen. Ja, dass wir mehr zahlen, sehen wir, super. Jetzt mal gucken, wo uns das hier hinführt. Ship fragments dissected. Okay, Schiffe. Ein Schiff wurde geboren im Taramba-System. Nice. Uralte Bunker. Ah, reicht noch lange nicht. Situation log adjusted. Bei Vritaka 1. Wir können aber. Wir können die Dyson-Sphäre bauen. Die bauen wir. Bei Vritaka 1. Im Vritaka-System handelt es sich um die Ruinenwelt eines uralten Reichs, dessen Name verloren ging. Die für uns aber interessanten unterirdischen Bauten sind zwar ebenso alt, aber relativ intakt. Die Sonar-Resonanztomographie wies auf ein komplexes unterirdisches Labyrinth von Lager- und Schutzräumen hin, die den Naturgewalten standhalten sollten.
Die Zerstörung an der Oberfläche ist zweifellos eine Folge kosmischer Stürme, was auch die Existenz dieser Zuflucht erklären würde. Die Menge an Trümmern macht es jedoch schwierig, weitere Untersuchungen durchzuführen. Eine archäologische Ausgrabungsstätte könnte interessant sein. Ja, sehr interessant. Ja, ich frage mich gerade. Wir werden uns ja wieder hier runter bewegen müssen, weil das sind jetzt die Hauptfeinde der Nation. Das sind die Hauptfeinde der Nation und hier mit denen zu kämpfen, ganz ehrlich, wir werden die Beziehungen mal verbessern. Strukturierte Signale. Hier ist alles okay soweit. Ja, ne, da werden wir die Beziehungen verbessern und uns hier gegen den richtig dicken Kampf stärken gegen die Jungs hier. Das könnte schon bösartig werden. Der mumifizierte Pilot. Okay, also wir kriegen Sozialforschung. Okay, er liegt da in seinem Raumschiff und er hat noch ein Bild von jemandem bei sich und dann ja, keine Ahnung. Das ist gar nicht der mit dem Bild. In einer hohen Umlaufbahn über Britaka 6a wurden die mumifizierten Überreste eines einzelnen Exemplars einer bislang unbekannten Säugetierspezies entdeckt. Das Wesen scheint mit einem Raumanzug samt Helm bekleidet zu sein. Vielleicht war es ein Kampfpilot, der sich während einer Raumschlacht vor langer Zeit aus seinem Schiff katapultierte und dann vergessen wurde. Unser Studium des Leichnams hat einige sehr interessante Daten ergeben. Jawohl. Nicht schlecht. Ja, nee, ich glaube, dass wir so viel bezahlen momentan, weil die Bevölkerung uns hier so viel kostet. Kann das sein, dass die uns richtig viel Geld kosten? Minus 29. Gebäude 12. Ja, Leute, wir deaktivieren die ganzen Schotter hier mal. Ah, dann haben wir eine arbeitslose Drohne aktivieren. Ja, das habe ich noch nie gemacht, meine Lieben. Da gehen wir mal hin. Da gucken wir mal, ob wir hier irgendwo was hätten, was man deaktivieren könnte. Hier schaut mal, verfügbare Jobs 17. Hier können wir deaktivieren. Hier können wir Uplink-Knoten deaktivieren. Wir machen mal beide aus. Ja, gar nicht so schlecht. Jetzt haben wir auf jeden Fall ein bisschen was eingespart. Gucken wir mal, gehen wir mal hoch auf die Zeit, wenn der Monat umschlägt. Sehen wir es? Ich habe gedacht, es wird viel mehr, ohne Witz jetzt. Ich habe gedacht, wow, ich werde mir so viel einsparen, das wird unfassbar sein. Ja, ist leider nicht unfassbar gewesen. Unfassbar wenig war es vielleicht, ja. Das war unfassbar wenig. Da haben wir eine arbeitslose Arbeiterdrohne über dem Generatordistrikt gebaut. Ja, nicht verkehrt. Auf Radio ist die Stabilität ein bisschen gering. Da warten wir jetzt mal noch. Ja, Leute, aber jetzt, ganz ehrlich, das war's für diese Folge. Der Plan wird jetzt sein, dass wir über kurz oder lang Xamaton uns holen. Das ist wichtig, mit den ganzen Spezialressourcen drin. Und dann würde ich auch vielleicht ein bisschen mehr Einfluss ausgeben, um das zu holen.
Mal gucken. Wir könnten es sogar schon holen, ja. Aber dass wir eben auch die Megastruktur bauen, und zwar die Dyson-Sphäre. Ja. Und das große Archiv auch, aber die Dyson-Geschichte, das wäre schon wichtig. Überlege ich gerade. Mir fehlt irgendwie der Knopf. Man konnte doch irgendwo. Ah, da ist ein Schwamm. Also baust. Ja. Baust dahin um den Klasse G-Stern. Ich glaube, das spielt keine Rolle, welchen Stern man da nimmt. Ja. Bauen wir es dorthin. Ja, Leute, jetzt geht's los. Jetzt fangen wir an, den Dyson-Schwarm und später die Dyson-Sphäre zu bauen, denn hoffentlich kommen wir aus der Credit-Geschichte raus. Das wäre gut. Und mega wichtig. Es dauert halt richtig lang, gell? Bis es gebaut ist, aber der Vorteil, den wir daraus ziehen, der wird immens sein. Sag ich euch. Leute, letzte Aktion. Geht die Folge auch wieder eine Stunde? Special Project complete. Was ist denn das da? Also Stellaris, das macht mich kaputt. Und beim Formel-1-Manager, ja, das ist ja auch heftig. Da machst du ein Rennen und das geht eine Stunde und du hast auch Action gehabt und alles. Das ist unverschämt. Also Sofond 1A7 glaubt, dass er sich bei der mysteriösen Kugel, die durch das Sheraton-System driftet, um eine uralte Sturmfalle handelt, die einst Teil eines größeren Verteidigungsnetzes gewesen sein könnte. Die Ansaugöffnung ist dicht verschlossen, doch die Messwerte deuten darauf hin, dass die Kapsel die komprimierte Energie und Materie eines gefangenen kosmischen Sturms enthält. Sollten wir einen Weg finden, um dieses bemerkenswerte Behältnis zu öffnen, könnten wir viel über die Abschwächung von Stürmen lernen, wenn auch auf die Gefahr hin, dass die Kräfte, die die Kapsel in sich birgt, freigesetzt werden. Wir könnten viel daraus lernen. Finger weg, rührt sie nicht an. Wir könnten viel daraus lernen. Ich bin mir nicht so sicher. Ich habe jetzt keinen Bock mehr, hier alles zu versauen. Ja, aber man hat ja auch gesehen, dass bei dem Sturm, der hier, Kotor. Ich wohne im System Kotor. Nee, dass eben bei diesem Sturm, der Strahlungssturm, der müsste ja auch hier sein, oder? Genau, der Monsun Backlag, dass der eben die Bergbaustationen und Forschungsstationen kräftig boostet, aber die Verwüstung geht halt auch monatlich hoch. Ja. Und die Wachstumsgeschwindigkeit von Bewohnern wird geringer. Ja, 3 Jahre. Radioaktiver Lockdown. Weiß ich nicht so genau. Ja, viel zu gefährlich. Oder Einigkeit wäre auch mal wieder was Feines. Einfluss ist nie verkehrt. Wisst ihr was? Wir machen das hier doch auch zum Spaß, oder? Wir können viel daraus lernen. Situation log adjusted. So, aber wir lernen nicht jetzt daraus, wir lernen in der nächsten Folge draus, Leute. Schaltet wieder ein, es wird wieder abgehen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag, schön, dass ihr zugeschaut habt. Und bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.